So, da sind wir wieder. Der Psst, nicht so schläft. laut, er schläft doch. Das hat doch sowieso niemand gehört. Dieser schöne Mensch. Er möchte Fische fangen an Casher. Er fährt da eigentlich die ganze Zeit hin und her. Das bin ich. Ach, zur Arbeit. Ja. Er fährt noch. Ja, ich bin ja der Idiot, der am weitesten weg hat, die Arbeit. Ja, und trotzdem am meisten verdient. Ja, ich verdiene am meisten, das ist die Belohnung dafür. Schon wieder vorgespult, weil einfach mal alle arbeiten. Ja. Wir können ja mal kurz... Guck mal, jetzt scheint auf einmal auch die Sonne in seinem Zimmer, ne? Nee, er hat Licht angemacht. Er ist der Einzige mit langen Hosen. Beim Schlafen. So, wie wär's, wenn du auf... Wo ist der Kühlschrank? Wie wär's, wenn du nein, nein, ein Stück machen? Wie wär's, wenn du na, nicht das ist Nico. Durch die Gegend laufen lässt? Mein Gott. Alex, geht's scheiße. Er hat Hunger. Nein, lass ihn doch keinen Snack essen. Er ist ein Koch, hallo. Ja, er macht sowieso alles alleine. So. Saft zubereiten. Wie wär's, wenn wir denn mal. Meine Arbeit. Du arbeitest ja hart, das ist ja richtig normal. Was gibt's denn da? Muster im Warte mal. Was im Musterschrank entspannen? Hast du das gerade richtig ja, gelesen? Ja, da entspannst du dich sehr einfach. Sehr interessant. Dem Chef helfen? Langweilig. Ich möchte meine Wissenschaftskollegen treffen. Na klar. Ja, man muss. Vitamin B ist immer wichtig. Ich möchte gern meine Kollegen kennen. So, Robinchen. Der kann nichts anderes außer hart arbeiten. Ich mag gern hart arbeiten. Richtig er hart. Ist der Workaholic und braucht keine sozialen Kontakte. Genau, so, was möchte ich denn machen? Auf den bin ich ja gerade, glaube ich. Oder? Wie verrückt durften ja, als ob. Als Kaffeejunge. Kollegen treffen. Aber der Chef. Ich dachte gerade, da stand mit dem Wasserspender plaudern. Ja, das war. Das ist der zweite Chefsache. Job. Chefsache ist eigentlich ganz klug, weil ich brauche hier meine Chefsache. Achso, was steht denn bei Chefsache? Ja, ich muss mich gut mit meinem Chef verstehen. Das ist gut, schleim mich mal ich hoffe, ich hoffe, er ist eine Frau, weil... Ich hoffe, er ist nicht schleimresistent. Du brauchst sowas nicht. Und du brauchst sowas auch nicht. Du brauchst Logik nicht. Und deine Laune ist ja gut, weil du schlecht geschlafen hast. Gigantisch, ja. Wir haben ihm gesagt, kauf das bessere Bett. Hat er nicht gemacht. Hunger. Ich brauche einen Fernseher, hallo. So. Ja, Alex hat extrem Hunger, ist unser Koch und trinkt und jetzt einen Saft. Trinkt einen Saft. Das ist... Saft. Ja. Unser Ernährungsexperte hat sich gesagt, zum Frühstück gibt's. Ich finde geil, wie schneller so ein Saft trinken kann. Wie langsam meinst du? Ich trinke einen Saft schneller. Ja, aber wie er das macht, so bam, in den Mund. Ja, also normalerweise setze ich und an, was zur Hölle? Aus wo ist der hin? Der Strohhalm? Er hat ihn aufgegessen. Eiskalt. Ich habe halt Hunger. Was hat er damit gemacht? Nee, ich will nicht tanzen. Hat das in den Ofen? Warum hat das in den Ofen? Da, es steht einfach da oben drauf. Räumen. Wir haben nur mal bitte. Wir haben. Ich weiß, wer den wegräumen darf. Der Perfektionist. Der Perfektionist. Der freut sich dann. Der Perfektionist räumt auf. Alex kocht und wir entspannen uns. Wieso tut er nichts? Lass mich doch mal heimlich, ohne dass Robin es weiß, den Kochsender anmachen. Nein. Du kommst da nicht rein. Komm ich nicht? Du solltest jedenfalls eigentlich nicht reinkommen. Der Plan war. Okay. Die Tür ist zu. Ja. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Interessanter Selbstversuch. Und Robin ist, ein Genie, wie er selbst sagt. Kriege ein. Was machst du? Ihn umziehen. Damit er schon mal bereit ist für die Arbeit. Musst du 3 Stunden erst arbeiten. Oh. Süß. Musst du 3 Stunden. Der kannst ja für uns alle Mittag kochen, wenn du weg bist. Ja, dann mach. Warum hat aber sein Wecker so früh geklingelt, wenn er dann erst arbeiten muss? Naja. Na, das ist doch logisch. Also das macht er immer 3 Stunden vorher, damit man sich fertig machen kann, weil selbst alles lange dauert. Auf Klo gehen dauert 2 Stunden. Nein, ein normaler Wecker klingelt eine Stunde, bevor der Fahrdienst kommt. Ja, okay, vielleicht wollte ich früher aufstehen. Ja, aber sein Fahrdienst kommt ja auch. Na gut, würde ich mir aber einen Wecker auch nicht zu 13 Uhr stellen, sondern eigentlich ist 11 Uhr schon eigentlich eine gute Zeit, ja. Voll, weil er jetzt immer für uns kochen kann. So, du weißt jetzt, was du tun hast. Jeden Morgen, na klar, er kocht Mittag kochen. Das ist normal. Jeden Morgen, wenn er seinen Saft getrunken hat, kocht er für uns richtig lecker Essen. Und warum, weiß ich nicht. Weil er das ja braucht für seinen Job. Ah. Ja, hier. Wenn ihr so weitermacht, gibt es für euch nur noch Tofu und Dog. Nein, wir haben Tofu verkauft. Ich habe den Tofu schon verkauft. Ja, das war das Erste, was ich getan habe an unserem Kühlschrank. Ja,
Und Tim ist der Erste, der nach Hause kommt und das Essen essen darf. Hey. Essen. Nachdem er aufgeräumt hat, natürlich. Ich dachte gerade, der hat so eine Aura, aber nein, das ist der Spiegel. Nein, nein, warte. Doch, er hat eine Aura. Nein, wenn ich die Kamera drehe, spiegelt sich das anders. Ja, realistisch. Moment. Ja, genau. Ja, doch, realistisch. Oh, Physik! Ja, wenn der Spiegel jetzt natürlich parallel zu unserer Ordnung und so ein Quatsch. Aber lassen wir das für den Leistungskurs und so. Noch ist er nur ein Testobjekt. Arsch. Sehr gut. Baum! So. Oh, deine Bla fährt in Bla Bla. Ich hoffe, eine Stunde Bla Bla. Und wir haben jetzt schon eine Rechnung. Ja, ich bin ja der Erste, der zu Hause ist, ne? Ja, du bist unser Geschäftsmann. Begleiche die Rechnung. Ich will nicht. Du hast keinen Spaß an der Arbeit. Nee, ich, Tim. Angespannt, ja. Oh, warum gestresst. Auch? Ich quatsche mit meinem Chef. Ja, das ist echt anders. Da wäre ich auch gestresst. Ja. ich bin nur 11 Stunden. 11 Stunden, schlecht gelaunt. Ja, gut. Sehr gut. Wenn du keinen Spaß hast. Dann machen wir hier ruhig angehen, schnell noch. Die letzten paar Minuten. Ja, das bringt's jetzt, ne? Ja, hier, eine Stunde weniger. Sehr, oh, 2 Stunden. 2 Stunden. Was zur Hölle? Ja, Spaß machen ist lustig. Keine Ahnung. Spaß machen ist lustig? Mhm. Aber genau, Alex liest jetzt 3 Minuten, bevor er los muss, noch ein Buch. Bis er sich hingesetzt hat, sind's... Oh nein, er hat früher angefangen. 10 Minuten. Oh, was bietet er denn für ein Buch? Das würde mich jetzt... Bella gibt's auch oder so ein Quatsch. Warum darf ich denn nicht zur Bibliothek? Niemand will zur Bibliothek gehen. Was will ich denn machen? Doch, er hat Bücherwurm, ja. Er muss zum Bücher und bla bla. Götzig. Interessant. Du bist auch gestresst. Ich bin auch gestresst. Ja, der Workaholic ist gestresst. Und der Workaholic ist gestresst. Was ist dieses Tacker-Symbol bitte bei Robin? Dass er gut arbeitet wahrscheinlich. Dass da? Er freut sich, dass er arbeiten darf. Nein. Robin gestresst. Das ist, bei Robin. Bei Robin. Robin. Tacker. Liebt die Arbeit. Oh. Toll. Ist aber trotzdem gestresst. Sehr interessant. So, Tim gibt als erster Geld aus. Das möchte ich jetzt an der Stelle einfach mal festhalten. Gar nicht, das mache ich für uns gemeinsam. So, Zeitung, will jemand Zeitung lesen? Recyceln. Ja, recyceln, was bringt recyceln? Nein, ich muss in den Müll und es liegt nicht dreckig in der Gegend. Ich muss lesen, weil Spaß. Spaß. Ja, guck mal, ich habe eine Armbanduhr. Wow. Kannst du auch PC spielen oder an meiner Anlage rumhängen? Stimmt, ich kann ja in dein Zimmer. Ja, genau. Und du in mein Zimmer. Dieses also dunkel, weil niemand da ist. Stromsparen also. Wie Stromsparmodus. Ne, es ist für jede Lampe in einem Haus muss man mehr Strom zahlen. Ob sie jetzt an ist oder aus ist, das weiß ich nicht, glaube ich ja nicht. Was ist jetzt eigentlich mit dem Essen? Steht da jetzt einfach warm? Ja, ja, ich muss ja gleich. Ich musste nur kurz. Robin hat sein Tagewerk vollbracht. Aufräumen. Schüssel nehmen. So. Danach war noch was hast du eigentlich gemacht für Essen? Macaroni mit Käse? Max sieht halt aus. Mag auch was essen. Du? Nee, du bist auch jetzt bin erstmal ich zu Hause, Freunde der Sonne. Warum bin ich müde? Weiß ich nicht, aber du. Ach klar, ich feier wieder die halbe Nacht. Aufräumen? Toll. Was ist jetzt im Essen? Was machst du da? Ich habe die. Kann dir zum Politiker. Ah, du hast. Ach, du hast Zeitung gelesen. Ich habe Zeitung gelesen, das ist immer das Problem. Ja. So, was machst du? Du gehst essen und du hast. Ich gehe in mein Bett. Ja. Sehr schön. Du hast doch nicht so sehr Hunger. Ich gehe einfach mal direkt in mein Bett und mache ein Nickerchen. Ich lege mich auf meinen Steinasphalt. Der Perfektionist hat die Zeitung in seine Tasche gesteckt. Warte, ich will die Zeitung nicht in meiner Tasche haben. Ah, Zeitung! Kannst du recyceln. Ich kann was wie Cooles machen. Ich schmeiße direkt in den Himmeleimer. Jawoll. Ich kann schwebende Zeitungen bla bla. Paranormal und so. Oh, da halten wir uns jetzt etwa? Nein, wir sitzen stimmt. Doch. Oh, verdammt. Überhaltet und... Ey, wir haben letztens vorhin festgestellt, Tim hat Pflaster in seiner Tasche bei. Ja. Und jetzt unterhalten sie sich über Pflaster. Das ist ziemlich creepy. Ich bin müde. Wieso bin ich müde? Wieso sind wir alle so müde? Wieso ist hart arbeiten? Weil wir alle schlechte Betten haben. Nein, ich habe... Du hast dasselbe Bett wie ich. Schläfrig. Ja. Nur in Doppeltint. Jo. Ja. Deswegen mache ich ein Nickerchen. Jo. Eigentlich cool. Ich würde gerne. Du arbeitest. Ja, ich würde gerne. Mal hoch. Ich würde gerne Spaß haben an meinem Fernseher. Mit wem? Trainiere. Fernsehen. Na, er legt sich jetzt gleich wieder faul auf sein Bett. Ich glaube, wir sollten uns mal eine Spüle holen. Ja.
Und irgendeiner muss das Essen wegräumen. Und den Saft. Ja, den Saft. Räum den Saft auf, dann freust du dich. Tut gerade. Ja schon. Sehr gut, sehr gut. Und da ist noch eine Schüssel für dich drin? Da ist noch tausende Schüsseln drin. Wenn das zubereitet ist. Oh, ja. Und dass wir einen schlechten Ofen haben. Wow. Das war gerade eine Tüte, die 10-mal so groß war wie der Mülleimer. So, ich wäre doch dafür, dass wir uns... Wie lange mache ich noch ein Nickerchen? Eine Weile. Also ich wäre dafür, du machst als nächstes erstmal was essen wahrscheinlich. Hier so, puff. Die Schüssel nehmen. Ich wäre dafür, wir kaufen uns eine Spüle jetzt. Ja. Oder wir kaufen uns... Ja. Okay. Kaufen wir noch mehr Spüle. Im Baumodus, glaube ich. Ach nein, doch. Küche. Wo ist die Küche? Küche! Du warst oh, ich war in der Küche. Becken. So, das billigste Scheißbecken, was. Nein, das billigste brauchen wir. Wir haben doch jetzt schon Geld verdient. Verdost und Waschbecken. Nein! Boah, wundervoll. Das ist doch eigentlich voll Wurst, oder? Okay, was wir haben. Ja, hau das einfach mal. Ja, das ist ja. Das kostet ja nur, ne? So. Voll welche noch. Investition? Das ist super. Können wir uns noch einen besseren, also nur zu gucken, einen besseren Ofen leisten, weil alle mögen das nicht. Hier spricht der Koch. 1400? Das ist der beste. Ja, wollen wir gleich? Das Geld hätten wir. Ja. Wir den noch verkaufen? Ja, warum nicht? Wie viel kriegen wir denn für den da? 300. Dann sind wir aber noch ein bisschen glücklich. Da ist mal gut. Da. Na gut, dann kriegt der Koch eben gleich mal seinen Scheiß. Und dann müssen wir noch morgen arbeiten für den Kühlschrank. Das wäre das Wichtigste, damit wir das Essen gut haben. So, und Können wir jetzt bitte einmal kurz auf Robin fahren? Ich möchte diese tolle Lache nochmal hören. Ich möchte vorhin sehen, was ich gucke, bitte. Ja, was guckst du da schon? Guck schon wieder romantischer Bogen. Oh, ich bin wach. Ich esse, sehr gut. Ich bin wach, ich esse. Sehr gut, sehr gut. So. Vielleicht gibt es auch. Oh. Und mit diesem wunderschönen Herzen müssen wir uns leider schon wieder verabschieden. Oh, ja. Hier unser Abspann. Oh, da unser Abspann, Hallo. Steht eigentlich wirklich Namen? Ja, nein. Steht wirklich Namen. Krass, doch, da stand ein Name. Ich verstanden Namen. Die Leute, die das produziert haben. Ja. So. Und ratet mal, wer noch arbeiten ist. Das ist natürlich, also ich finde, das ist jetzt ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, finde ich auch. Eindeutig, das passt. Und dann kommt er spät nachts nach Hause und darf ins Abendbrot kochen. Nee, Frühstück, oder? Komm mal. 21 Uhr, Frühstück. Ja, 21 Uhr, Brunch, ne? Brunch. Ja, Brunch. Ich bin ja noch schlafen und so eine Scherze. Oh, das bringt ja voll viel. Ja, gar nichts. Wir kaufen uns eine Kaffeemaschine und denken auf Klo. Es bringt dir genau so viel, dass du nicht müder wirst. Toll! Hör auf zu schlafen! Nickerchen, so. So. Naja, mit diesen schönen Bildern. Ja, ein aufstehender Tim und ein arbeitender Alex. Sehr toll, sehr toll. Ein Fernsehguckender. Und romantische Rendezvous bei Robin. Und ein zum Bett laufender Mensch, weil er schon wieder müde ist. Ich bin dauerhaft müde und also dabei bist du doch gar keine Schlafhose. Was denn? Arbeiten, essen, schlafen. Das ist so ein anstrengender Tag. Ich würde sagen effektiv. Ja. Oh ja, bis 2 Uhr schlafen, sehr gut. Gut, so. Dann würden wir uns damit verabschieden, würde ich sagen. Ah, gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.